Herzlich willkommen zu appleholika.de. Heute stellen wir euch ein Angelspiel vor, das es in sich hat. Ridiculous Fishing heißt das Spiel. Und das Tolle daran ist, an diesem Spiel ist es sehr schnell zu erlernen, wenn auch die deutsche Lokalisierung leider fehlt. Eure Aufgabe ist es ganz einfach. Zunächst wirft man seine Angelschnur ins Wasser und muss dann versuchen, den Köder so weit wie möglich sinken zu lassen. Je weiter er hier nach unten kommt, desto verschiedenartige Fische kommen zum Vorschein und es kommt dementsprechend noch mehr Geld zusammen. Dazu nutzt ihr die Neigungssensoren des iPhones oder iPads und sobald man auf das Objekt trifft, wird die Leine wieder eingezogen. So, hier sehen wir auch, die Fische fliegen nach oben und wir müssen sie zerschießen. Und wir bekommen dementsprechend auch Geld dazu. Hier nochmal, wir neigen das iPad nach links oder nach rechts. Versuchen so weit wie möglich nach unten zu kommen. So, auf dem Weg nach oben gilt genau die andere Devise. Ihr müsst dann versuchen, so viel wie möglich Fische einzufangen und am Ende könnt ihr dann mit eurem Gewehr schießen und ihr bekommt dementsprechend auch Punkte. Die Fische, wie ihr seht, werden nach oben, werden die Fische nach oben geschleudert und mit einem Fingertipp müsst ihr die auf jeden Fall zerschießen. Ihr bekommt natürlich dementsprechend auch Geld. Das Gute an diesem Spiel ist, finde ich, es verzichtet komplett auf In-App-Käufe jeglicher Art. Weil mit dem gesammelten Geld, ihr sammelt ja Geld, je mehr Fische ihr sammelt, beziehungsweise mit dem Köder sammelt und dann später dann zerschießt oder abschießt, könnt ihr im Store zahlreiche Gadgets für euren Angel kaufen. Unter anderem könnt ihr Kettensägen holen oder längere Schnüre, hier zum Beispiel mit dieser hier kommt ihr bis 100 Meter tief, dann sogar 200 Meter oder 300 Meter. Oder ihr könnt euch Waffen kaufen, Pistolen, Maschinengewehre, Shotguns bis zu Raketenwerfern. Gibt es jede Art von Waffen, die ihr euch vorstellen könnt. Und was ist das Ziel in diesem Spiel? Ganz einfach, so viele verschiedene Fischarten wie möglich an die Oberfläche zu holen. Dann schaltet man auch mehrere Landkarten bzw. Wahlbereiche frei. Ridiculous Fishing hat zwar eine Retro-Grafik, aber das Spiel hat seinen Charme. Die Aufmachung ist recht gut gelungen und der 8-Bit-Soundtrack vor allem, der hat es in sich. Mir hat er sehr gut gefallen. Also 2,69 € kostet das Spiel und wie ich meine, lohnt sich das und auch die ersten Bewertungen im App Store sprechen für sich. So, ich spiele ein bisschen mal dieses Spiel, dann könnt ihr sehen, wie das Gameplay dann so aussieht. Die Korallen, wie ihr dann auch seht, beziehungsweise die Korallen, sage ich, nicht die Korallen, jetzt komme ich nicht auf den Namen. So, jetzt sammeln wir wieder die Fische ein und bringen sie zur Oberfläche. So, und jetzt versuchen wir so viel wie möglich zu schießen. Quallen, so, Quallen, ihr müsst den Quallen ausweichen, er zieht euch wieder Geld ab. So. Hier sehen wir auch, wir zerschießen die Fische. Und jetzt nutze ich mal ein Gadget, weil, wie ich schon sagte, wenn ihr auf dem Weg nach unten seid, und wenn ihr soweit ihr einen Fisch berührt, dann stoppt die Angel und die Angel wird wieder nach oben gezogen, dann könnt ihr nicht weiter nach unten. Ich zeige euch mal, wenn ihr ein Gadget gekauft habt im Store, einfach auf dem Bildschirm gedrückt halten bzw. tippen und dann dreht sich die Angel und bzw. Köder und ihr, egal wenn ihr die berührt, ihr geht weiter nach unten und ihr sammelt dabei noch Geld. Aber natürlich ist das nicht unbegrenzt, aber hilft zumindest was. Jetzt sind wir richtig tief nach unten gekommen, jetzt sind wir auch, da sehen wir auch Schlangenfische sozusagen. Und ganz wichtig nochmal, Quallen ausweichen. Schlicht gemachtes Spiel, aber es macht wirklich Spaß und die Motivation ist auf jeden Fall da, so viel wie möglich Fische an die Oberfläche zu holen, mehr Punkte bzw. mehr Geld zu verdienen, mit dem Geld im Store auch Gadgets zu kaufen. Wie gesagt, das Spiel verzichtet komplett auf In-App-Käufe,
2,69 € ist, wie ich finde, dieses Spiel mehr als wert. Und wirklich, es macht richtig viel Spaß und Laune. Vor allem die Steuerung ist sehr einfach zu erlernen. Mehr Informationen bekommt ihr natürlich bei uns auf appleholika.de.